Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht's los mit dem Speedrun für NG plus 7. Wenn ich hier auf Ja drücke, dann geht's direkt los im nächsten NG. Und ich will mal schauen, wie lange ich brauche, um einmal komplett durchzukommen. Moin, Skoppel. Das Ganze live im Stream. Wenn ihr auch mal gerne im Stream dabei sein wollt, gerne einfach mal auf Twitch vorbeischauen und dort ein Follow dalassen und gerne mal vorbeischauen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in NG plus 7. Ich habe das Ganze gestern schon mal versucht und ich war echt nicht gut drauf gestern. Deswegen versuche ich es heute noch mal besser. Schau mal, ob es besser wird. Was ich als erstes machen kann. Also den Heiligschaden, den brauche ich auf jeden Fall fürs Elden Beast. Das Elden Beast hat mich gestern so abgefuckt. Ich finde es auch schön, dass jetzt gleich 1,2 Millionen Runen weg sind, aber gut ist das halt so. Macht nichts. Ich springe jetzt die gleiche vorne runter, es geht immer ein bisschen schneller. Und dann auch wie gestern, alles steht und fällt mit dem Wrong Warp. Skoppel, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Boah, ich brauche dringend mal einen Scuff-Controller. Das ist so schwierig, das Manövrieren da. Was hatte ich denn für den Halligbaum Talisman drin? Da hatte ich doch was anderes, oder? Hatte ich da. Was hatte ich hier? Hatte ich hier den drin? Ich glaube, das würde ich für einen Anfang nehmen. Jetzt hast du sogar mehr geschlafen als gestern. Sehr schön. Ach, guck mal, ich habe meine Seelen gar nicht verloren, das sehe ich gerade. Das ist ja chillig. Mir geht sehr gut. Ich hatte heute einen Tag Urlaub, weil ich einen Arzttermin hatte. Deswegen bin ich auch schon live. Hab da ein bisschen was für YouTube gemacht, ein bisschen was für Twitch. Und war einkaufen. Bei uns im Edeka gibt es, no Werbung, Level-Up-Dosen. Da habe ich mir mal ein, zwei mitgenommen. Wollt ihr mal probieren? Falls Level-Up mal ein Sponsoring für mich hat. Damit ich weiß, wovon ich spreche. Wovon die sprechen. Ich müsste eigentlich mir mal anschauen, ob es nicht sogar schneller ist, wenn ich hier links oben direkt lang gehe, anstatt hier den Weg. Ist bestimmt schneller. Wir haben diesmal auch wieder nicht auf die Ingame-Time geguckt. Das war wieder sehr clever. Ich werde dann einfach, falls das ein guter Run ist, den Timer im Schnittprogramm laufen lassen. Jo, Tati, habe ich später. Kein Problem. Also wie gesagt, wenn ihr das auf YouTube seht, kommt gerne mal auf Twitch vorbei. Im Stream ist immer mal ein bisschen chilliger, miteinander sprechen und quatschen und so. Falls ihr auch irgendwelche Anregungen habt oder was wissen wollt oder irgendwas, gerne einfach mal live im Chat vorbeischauen. Hier mache ich immer ein Quit-Out, damit die Gegner da weg sind. Danke. Wichtig wird sein, gleich den Wrong Warp direkt hinzukriegen, aber. Also gestern habe ich beim ersten Mal hingekriegt. Ich habe auch gestern die Götter skypen das beim ersten Mal hingekriegt. Nur Malekith, da hatte ich wieder so Bad Luck, das ist so unglaublich gewesen. Und wie gesagt, das Elden Beast habe ich auch richtig hops genommen, ich war richtig sauer. So, jetzt gehen wir hier runter. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich da eben die Balliste abbekomme. Ich glaube, die hat mich nicht getroffen. Das ist übrigens auch ein Run, den kann man eigentlich relativ easy nachmachen, wenn ihr schon im NG plus 2, 3, 4 oder so seid und fully equipped und quasi im nächsten NG nichts weiter vorhabt.
dann könnt ihr das auch mal selber probieren. Was ihr braucht, ist die Gnade, die ich gerade aktiviert habe, Tunnel vorm Schloss. Und dann müsst ihr direkt straight hier rechts am Schloss Sturmschleier vorbei und durch Lyonia zu den vier Glockentürmen. Und dort einmal zu Pharum Azula warpen und dann den Wrong Warp machen. Das ist gar nicht so schwer, wenn ihr den Wrong Warp erstmal drauf hat. Es gibt da ein kleines Zeitfenster, wo man dann halt einen Knopf nur drücken muss. Also es ist wirklich nicht kompliziert. Wenn ihr mal mehr zum Wrong Warp wissen wollt und wo man den überall hinmachen kann, lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Ja, und dann seid ihr schon im Pharum Azula und dann ist eigentlich nur noch ein Boss-Rush-Mode. Das heißt Götterskalpen, Malekith in Pharum Azula und dann seid ihr schon in der Aschenhauptstadt. Dann Gideon, der ist ja sowieso free, also Gideon ist ja echt eine Lachnummer. Dann Godfrey, der im Prinzip auch einfach ist, wenn man ihn drauf hat. Oh Gott, ich hoffe, ich blamiere mich nicht, da ich das sag. Und dann das Eldenbeast. Eldenbeast ist, ich weiß nicht. Ich finde sogar Radagon schwieriger als das Eldenbeast. Eldenbeast brauchen halt gutes RNG, aber Radagon... Ich weiß nicht, Radagon und ich, wir werden keine Freunde irgendwie. Naja, schauen wir mal, wie es heute läuft. Ich habe es, wie gesagt, gestern ziemlich verkackt. Hoffe, dass heute besser wird und eigentlich kann ich hier Bosse. Man muss sich darauf einlassen, dass es ein Glitch ist. Ja, natürlich, das ist klar. Also, das ist nicht so gedacht vom Spiel, dass man... durch alles durchläuft und dann direkt nach Pharum Azula, dem Endgame-Gebiet, schlechthin läuft. Also, klar, also, das ist hier natürlich nicht glitchless, der Run. Aber, man muss auch dazu sagen, ist der einzige Glitch, den ich mache. Ist nur ein Glitch. Könnte natürlich auch noch viel mehr Glitches machen. Ich könnte auf einer alten Version spielen und jeden Boss glitchen, also so ist nicht. Aber ich spiele halt auf der neuesten Version, das ist aktuell 1.05. Und darauf ist es sehr schwierig, einen normalen Speedrun zu machen, finde ich. Also meine alte Strategie, oder die Strategie, die ich mir da zurechtgelegt habe, die ist echt, die ist schwer, muss ich echt sagen. Weil ich halt auch nicht sehr gut in dem Game bin. Aber hier bin ich fully equipped, habe alles, was ich brauche, muss nichts suchen. Bin Level 300, also wer es wissen will, ich bin Level 300, ich bin jetzt auch nicht Level 700, ich bin Level 300 im NG plus 7, für die, die es nicht wissen, ab NG plus 7 wird es nicht schwerer, das heißt, es ist hier die höchste Schwierigkeitsstufe, die man auch erreichen kann. Und ja. Ja, also da hat Skopje natürlich recht. Glitchless finde ich auch selber immer besser. Das zeigt noch ein bisschen mehr Skill von den Spielern. Aber wer mal bei mir zuschaut wegen Skill, der guckt gerade mein erstes Video, glaube ich. Ich würde von mir selber nicht behaupten, dass ich besonders gut bin in Souls Games oder überhaupt in... Ich bin schon gut im Videospielen, aber... es gibt tausend Leute, die besser sind als ich in Elden Ring, aber... Skoppel lacht schon. Ey Skoppel, es gibt einen neuen animierten Emote, den kannst du ja auch mal gerade posten. Und mal sagen, wie ihr den findest. Ich habe gedacht, der passt ganz gut zu dir. Mir gedacht, das wäre vielleicht was für dich. Check mal ab, den neuen animierten Emote. Genau. Wie findest du den? Was sagst du dazu, so als Emote-Profi? Ich habe gesehen, den Vegeta hat halt kaum bis niemand benutzt. Vielleicht wird der mehr benutzt. So, hier sind wir auch schon richtig, weil hier rechts ist ja der Drache. Und da vorne geht es dann hoch zu den vier Glockentürmen. Die seht ihr auch schon da oben rechts. Ich hoffe so sehr, dass ich den First Try schaffe. Wenn Satya gleich da ist, kann ihr mal Ausrufezeichen Hype in den Chat schreiben. Habe ich auch was Neues.
kleinen Command. Allgemein wird die Streamqualität von Mal zu Mal besser, habe ich das Gefühl. Übrigens auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Immer sonntags gibt es einen Community Run in Elden Ring. Das heißt, ich spiele das Game, rufe immer zwei Leute und wir laufen zusammen durch das ganze Game. Wer da dabei sein will, auch gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Ansonsten die Highlights auf YouTube. Nicht die. Ja, doch, die Highlights. Und jetzt brauche ich kurz ein bisschen Konzentration, weil jetzt hier fängt gleich der Skip an. Sollst du in dem Moment Hände wegmachen? Ja. Ich glaube, du kennst meine Antwort darauf. Lass mich durch. Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Skoppel, Ruhe. War vielleicht früh, war vielleicht ein bisschen early. War vielleicht early. Ne, wieder First Try Skoppel, was sagst du dazu? Bam! Ich hab's drauf. Puh. So, jetzt sind wir hier nach nicht mal 10 Minuten, glaube ich, in Farum Azula. Und jetzt ist richtig geil, weil jetzt ist eigentlich nur noch Boss Rush Modus. Jetzt geht es nur noch darum, die Bosse so schnell wie möglich zu killen und auf dem Weg zu den Bossen nicht zu sterben. Das mache ich ja auch immer gerne in Farum Azula. Na, schauen wir mal, ob es heute besser läuft. Es gibt einen ganz ekelhaften Gang bei diesen Vögeln. Jeder wird es kennen, der einmal in Farum Azula war. Es gibt da, glaube ich, niemanden, der diesen Weg mag. Ich hasse den Weg so sehr. Und ich wollte heute mal ausprobieren, ob es nicht schneller ist, wenn ich da hinten geradeaus laufe, als immer da links übers Dach. Ist bestimmt schneller. Würde ich fast wetten. Also wie ihr seht, einfach nur an allem vorbeilaufen. Und jetzt gleich kommt es halt darauf an, dass ich die Bosse First Try schaffe. Ich benutze natürlich auch eine Asche, die Mimik auf plus 10. Die rettet mir mal gut den Arsch. Hier ist ein kleiner Safety Spot, falls ich sterben sollte. So, und ich werde diesmal versuchen, da mal durch die Tür zu gehen. Ich glaube nämlich, dass das da außen. Ja, das ist nämlich ein Umweg da außen rum. Hier lang ist viel schneller. Zack, hier bin ich direkt durch. Und durch. Zack, 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 zack. Dann brauche ich auch hier die Gnade nicht einsammeln. Und kann direkt hier rüber springen. Und direkt weiter. Dann sind wir gleich schon bei den Götterskalben. Ich schon mal auf meine Potion gehen. Einmal schauen, dass man hier nicht getroffen wird. Hier rüber. Hier rüber. Unten luschern. So, hier rüber. Die Gnade brauche ich auf jeden Fall, falls ich bei den Götterskalpen sterben sollte. Muss ich auf jeden Fall nehmen. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Hier ist immer auch ein bisschen Krise, dass der Typ mich nicht trifft. Da kriege ich mich immer einen Herzinfarkt. Danke. Geschafft. Und hier runter. Nehme ich schon mal die Potion.
ändere den auf den. Na, da sind sie. Hinter die Säule und heilen. Und jetzt ist wichtig, erst auf den dünnen und dann auf den dicken, weil der dünne hat weniger Leben. Da sieht man schon, wie das Leben bei dem runtergeht. Ja, die Attacke ist gut für mich. Und tot ist der. Eine Potion nehmen. Noch eine Potion nehmen. Jetzt geht's auf den dicken. Nochmal eine Flamme rein. Attacke ist wieder sehr gut für mich. Weg mit dem. Da ist wieder ein Dünner. Nochmal Flamme gibt mir Kraft rein. Jetzt ist nur noch der Dicke da vorne. Einmal noch einen Dicken. Und dann war es das. So, das war's. Mit den Götterskalpen. Hier schnell die Gnade. Aktivieren. Hä? Hä? Weiß nicht, was gerade mit der Gnade ist. Scheiß drauf, ich muss weiter. Bis zur nächsten Gnade auf dem Dach schaffe ich sowieso. Da war irgendein Bug, keine Ahnung. Ich habe auch nicht die stärkere Rüstung genommen, sehe ich gerade. Das macht aber auch nichts. Hier habe ich mal kurz Nasenbluten, weil ich nicht weiß, wo es lang geht. Das war knapp. So, den, da muss ich einfach einen perfekten Roll machen. Einmal perfekte Rolle. Perfekte Rolle, perfekt. Dann hier rechts rüber. Geschafft. Hier rüber. Da oben ist die nächste Gnade. Zack. So, dann kann man hier schnell auf Elektroschaden gehen, weil da vorne ja so Elektroschocks kommen. Und vielleicht ein bisschen Damage dodgen. Wichtig ist halt, dass die Vögel einen nicht komplett hops nehmen. Die Vögel sind eigentlich das Problem hier. Oh oh. Ja, bislang sieht es gut aus, aber ich will auch nicht sagen, dass es gut aussieht. Und dann sterbe ich noch. So weit, so gut. Und jetzt gibt es da vorne nochmal einen Big Beastman, der mich auch noch killen kann. Nie werde ich hier vom Feuer getroffen. Also meine RNG ist auch immer so scheiße. Okay. Wenn ich da vorne durch bin, dann ist es Malekis, der mich richtig hops nehmen kann. Na, soweit so gut, soweit so gut, soweit so gut. Ah, oh, ausgewichen. Wichtig. Das ist nämlich seine stärkste Attacke, die macht übel Schaden. Es tut richtig weh. Die Attacke will ich auf gar keinen Fall abbekommen. So, Malekis macht, glaube ich, Heiligenschaden? Scheiße, wo ist Nobu? Macht Malekis Heiligenschaden oder Feuerschaden? Ich vergesse das jedes Mal.
Skoppel, weißt du das? Heiligenschaden oder Feuerschaden? Ja, heilig. Okay. Habe ich den Heilig-Talisman drauf? Das ist schon mal gut für die Death. Dann kann man hier noch den nehmen. Boah, ist so schwierig, ey. Mit den Zeigefingern muss ich das auswählen. So. Schnell hier rein. Bisschen nach vorne. Potion rein. Ah, natürlich rennt er los. Manchmal rennt er, manchmal läuft er langsam. Das ist ein bisschen RNG. Muss halt auch manchmal ein bisschen Glück haben. Hatte sehr gutes RNG. Ich hatte sehr, sehr gutes RNG. Sehr gutes RNG hatte ich. Gideon kann manchmal auch ein bisschen Krise sein. Um mal echt zu sein. Schauen wir mal, wie es jetzt läuft. An die Gnade muss ich eigentlich noch nicht. Gideon ist echt... Gideon ist free. Also der springt halt tausendmal rum. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Aber ich habe noch genug Potions. Das sollte gar kein Problem sein. Und dann... Godfrey kann ich eigentlich auch sehr gut. Vor allen Dingen die zweite Phase bin ich mittlerweile richtig gut. Bestimmt sterbe ich gleich. Ich sehe schon kommen, ich darf nicht so große Töne spucken. So, für Gideon. Ich mal kurz den. Meine Zauber länger halten. Wer weiß, wie lange der Kampf geht. So, dann wieder die Mimik rufen. Ihr seht schon, der Mimik ist für mich Key. Ohne Mimik kann ich das auch alles nicht. Und jetzt ist es auch ein bisschen glückabhängig, wie oft ihr ihn halt trefft mit dieser Attacke. Ja, ihr seht schon, ne, der ist am Springen wie ein Weltmeister. Meine Mimik macht auch schon mit. Oh. Oh. Ja, der kann wehtun. Der kann richtig gut reinhauen, der Typ. Und er darf sich halt nicht heilen. Er darf sich auf gar keinen Fall heilen. Er hat sich geheilt, ich krieg die Krise. Er hat schon wieder versucht zu heilen. Heilen kostet halt übel Zeit. So, das war's. So, für Godfrey nehmen wir Save. Ach, können wir so lassen. Können wir nicht so lassen. So, jetzt sind es im Prinzip nur noch zwei Bosse. Und dann ist das Spiel schon vorbei. Es kommt halt echt nur drauf an,
Ob ich die First Try schaffe? Also den Run unter einer halben Stunde, wenn ich alles First Try schaffe, ist möglich. Könnte schwierig werden. Ah, ich bin schon mal sehr viel schneller als gestern, Niskoppel. Viel, viel schneller. Sehr gut. Wenn er das macht, einfach drauf. Okay, das war's. Hier einmal zurück. Dann geht er auf den Mimik. Dann kann man direkt drauf gehen. Ja, der hat hier halt auch so krasse Poison-Anfälligkeit. Ja, auf ganz ruhig, der hat nicht mehr viel. Das war schon. Gefühlt 10 Minuten schneller. Sehr gut. Ich mach mal nur goldenen Schwur. Flamme geht mir Kraft, ist mir zu kurz. Das bringt mir leider nicht so viel. Diese Dreier-Kombo, die er macht, oder Vierer-Kombo auf meine Mimik, ist sehr gut für mich. Wir dürfen ihn jetzt nicht angreifen. Jetzt auch nicht. Jetzt kann man ihn nochmal angreifen. Die Attacke kriegt man sowieso immer, aber es ist so schwierig, der auszuweichen. Mimik ist noch Half-Life, das ist gut. Und das war Radagon. Können wir nochmal schnell einen goldenen Schwur machen. Oh, bitte, das Feuer trifft mich nicht. Tut's nicht, perfekt. Also eher ein Bad RNG. Doppelbad. Sehr schön.
Solange die Elden Stars auf den Mimic gehen, ist das sehr gut für mich. Jetzt darf man nicht hektisch werden. Ich habe Zeit. Die Attacke ist scheiße für mich. Kann ich einmal heilen. Oh, übelst ist gut. RNG ist einfach direkt bei mir. Ich bin gesprungen. Mimic ist tot. Time. Ohne Flasks. Ohne Flask, Alter. Ich hatte gar nichts mehr. Das aber auf der allerletzten Rille. Lasst gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Run fandet. Wie ihr die Idee findet, sowas mal zu machen. Gerne ein Like auf dem Video und den Kanal abonnieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.